Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen YouTube-Video. Heute soll es um die Besatzung, um die Crew 2.0 gehen. Was ändert sich, was für Änderungen könnten kommen? Das steht heute auf dem Plan hier im Video. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was denn hier Wargaming für uns vorbereitet hat. World of Tanks soll ja immer ein bisschen weiterentwickelt werden und da schauen wir nochmal rein, was jetzt Neues so kommt. Die Besatzung ist ein wesentliches Spielelement in World of Tanks. Sie blieb lange unverändert, während sich andere Spielkomponenten weiterentwickelten. Offensichtlich muss das gesamte System nun eingehend verbessert werden. Der kommende Test in der Sandbox ist eine ideale Gelegenheit, um die überarbeitete Besatzung auszuprobieren und, noch wichtiger, zu ihrer endgültigen Umsetzung beizutragen. Ja, erstmal generelle Sache dazu, liebe Freunde. Ganz viele von euch fragen immer noch, Mensch, was skill ich denn jetzt oder was tue ich denn jetzt hier reinmachen? Und das ist ja allgemeines Problem. Man braucht für viele Tanks viele Crews. Man hat das mit der Premium-Mechanik, dass man dort von einem normalen Fahrzeug der gleichen Nation und der gleichen Fähigkeit, also leichte Panzer, mittlere, schwere, diese normale Crew in den Premium-Panzer der gleichen Nation, der gleichen Stärke, also Heavy, Medium, sonst Light reinmachen kann, ohne praktisch Prozente auf der Besatzung zu verlieren. Ohne sie umzuwandeln. Für Credits, kostenlos oder Gold. Der Sandbox-Server bei World of Tanks ist ein Versuchsgelände für Tests der komplexesten und interessantesten Mechaniken. Unter Bedingungen nah an der Realität. Während der Tests bieten wir Umfragen und sammeln Feedback von Spielern zu ihrem Verhalten und ihren Meinungen. Die Testteilnehmer beeinflussen die Zukunft des Spiels durch ihre Worte und Taten. Sie helfen bestimmen, welche Mechaniken verbessert werden müssen, was entfernt werden soll und womit das Spiel ergänzt werden kann. Die Spieler sind vertraut mit dem aktuellen Besatzungssystem. Doch es kann noch verbessert werden. Erfahrene Panzerfahrer wissen, dass weitere Fertigkeiten und Vorteile mehr EP zur Ausbildung erfordern als die... Das müsst ihr euch mal vorstellen. ...die vorherigen. Nachdem... Also ihr müsst euch das mal angucken. Das ist ziemlich krass, ein ziemlich geiles Diagramm, wie ich finde. Hier sieht man praktisch, wie viele Experience nötig sind, um praktisch jeweils ein Skill-Level zu erreichen oder das nächste, was aktuell der Fall ist. Und am Ende zum siebten Skill, vom sechsten zum siebten Skill, sind es einfach 13 Millionen Experience, einfach das minus das abgezogen, die nötig sind, um da diesen, ja, nächstes Level der Besatzung zu kriegen. Also umso mehr Skills eine Besatzung hat, natürlich umso mehr muss man damit spielen, umso mehr XP benötigt man, Besatzung XP dafür. Als die vorherigen. Nachdem vier ausgebildet wurden, kommt eine Durststrecke mit kaum wahrnehmbarem Fortschritt. Meist bilden Spieler die gleichen Fertigkeiten und Vorteile aus, auch für Besatzung verschiedener Fahrzeuge. Da noch mal ein kleiner Funfact am Rande. Reparatur ist aktuell nach sechsten Sinn meiner Meinung nach eine der wichtigsten Perks. Ihr könnt so schnell aimen, so schnell nachladen, wie ihr wollt. Seid ihr getrackt und steht einfach auf dem Feld und könnt euch nicht bewegen. Ja, dann könnt ihr so toll aimen, so schnell drehen, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht wegkommt vom Fleck, bringt euch das gar nichts. Selbst die Ausbildungsreihenfolge ist oft identisch, da einige Vorteile viel nützlicher sind als andere. Dies führt dazu, dass Gefechte mit fast identischen Besatzungen gespielt werden. Der Unterschied ist nur die Anzahl bereits ausgebildeter Fertigkeiten und Vorteile. Außerdem haben verschiedene Fahrzeuge unterschiedliche Zusammensetzungen. Obwohl das historisch korrekt ist, schafft es Probleme im Gameplay. Zum Beispiel, die Besatzungen des King Tiger und des E75 bestanden aus 5 Mann, während der E100 mit 6 Mann... Genau, das ist das absolut Räudige, was so momentan in World of Tanks, was super, super nervig ist, dass du einen Tank mit 5 Leuten hast und dann musst du auf einmal... Zack, nächster dabei kommen mit, am besten auch natürlich 5 Perks. Und das ist richtig, richtig nervig. Man besetzt ist. Falls man die gleiche Besatzung für alle diese Fahrzeuge verwendet, wird einer der Ladeschützen nicht so gut ausgebildet sein wie die anderen Besatzungsmitglieder. Und es gibt viele weitere Probleme, die den Spielern auffallen. Das Konzept des Systems wurde seit langer Zeit nicht mehr verändert. Wieso? Einige Dinge hier in World of Tanks, liebe Freunde. Wie gesagt, auch gerne nochmal hier die Chatbox benutzen, um einfach mal so ein bisschen Feedback gerne dazulassen von euch. Also Matchmaking plus 1, minus 1, nur ein oder maximal 2 Lights pro Game, maximal eine AT pro Game. Das sind ja alles so Fakten, die uns eigentlich allen bewusst sind. Ein plus 1, minus 1 Matchmaking wäre total geil. Finde ich total entspannt, total super, ja. Änderungen sowohl am System als auch an der Grafik wurden unausweichlich. Ihr werdet sie im kommenden Test ausprobieren können.
Wie viele andere Dinge in World of Tanks beginnen auch die Änderungen an der Besatzung in der Garage. Im neuen System werden die individuellen Besatzungsmitglieder durch ihren Kommandanten vertreten. Ihr könnt das Aussehen und den Namen des Kommandanten bearbeiten. Andere Besatzungsmitglieder stehen hinter dem Kommandanten, aber nur als Dekoration. Das ist aber nur in der Garage so. Im Gefecht bedient die gesamte Besatzung das Fahrzeug. Panzerfahrer können individuell oder zusammen betäubt werden, wodurch die Effizienz des Fahrzeugs sinkt. Die Anzahl von Besatzungsmitgliedern bleibt... Hat er gesagt, individuell betäubt werden? Chat, interessant. Unverändert. Wenn ein Fahrzeug heute 2 Ladeschützen hat, wird es auch 2 im neuen System haben. Wir haben den Ansatz vollständig verändert. Jede Besatzung hat nun 5 Ausbildungskurse. Taktische Ausbildung, Schützenausbildung, technische Ausbildung, Fahrerausbildung und Betriebsausbildung. Jeder Ausbildungskurs umfasst 5 Fertigkeiten. Viele von ihnen wirken in bestimmten Gefechtssituationen. Wir behalten auch einige aktuelle Fertigkeiten, die die Spieler kennen, wie etwa Tarnung und ruhige Hand. Der Vorteil 6. Sinn muss nicht mehr ausgebildet werden. Alle Besatzungen haben ihn nun standardmäßig. Danke, Wargaming. Danke. Wir haben auch neue Fertigkeiten ergänzt, wie zum Beispiel Konzentration. Diese reduziert potenzielle Schadensabweichung. Mir geht schon fast wieder ein Arm, aber nur wirklich fast. Okay, RNG wird runtergeschraubt. Interessant, interessant. Es war jetzt, wie wir jetzt hier sehen, ein ganz kleiner Sprung, aber es sieht interessant aus, liebe Freunde. Man muss aber auch dazu sagen, das muss man auch ganz ehrlich und fair mal objektiv sehen. Ich stelle jetzt gerne mal eine These auf und ich möchte euch bitten, gerne dazu Stellung zu nehmen. Bleibt bitte objektiv, ihr könnt gerne auch Kritik äußern, aber wer Hate oder sonstige Scheiße schreibt, wird direkt rausgebannt, ihr kennt das Spiel. Ich würde die These aufstellen, umso kleiner das RNG, umso schlechter werden aktuell die schlechten Spieler. Wäre meine These. Warum? Kurze Erklärung dazu. Jemand, der gut ist im Game. Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich bin gut im Spiel, gucke ich einfach meine Leistung an. Wenn ich Schüsse einaime und sage, der trifft mit hohen Wahrscheinlichkeit und durch das RNG trifft er nicht. Und wenn das RNG weg wäre und ich immer, also ich, mein Aim ist jetzt lang nicht das Beste, aber es ist okay. Und ich bin praktisch auf dem Gegner drauf und der Schuss fliegt daneben wegen dem RNG. Ja, dann ist das schon, wo ich sage, nicht so geil. Jetzt nehmen wir aber mal einen schlechten oder einen unerfahrenen Spieler. Der drückt hier einfach ab und hofft, dass er trifft. Und in 25% der Fälle trifft der Schuss halt, ja. Und damit hat er wenigstens ein paar Schüsse, die treffen oder die auch penetrieren mit der Penetration und. Wie gesagt, ein guter Spieler weiß, wo zu pennen ist, welche Munition wann zu wählen ist, wie zu flankieren ist und wann abzudrücken ist. So, ein unerfahrener Spieler, sag ich mal vorsichtig, der weiß es nicht oder weiß es nicht so, wie jemand, der mehr Erfahrung hat. Und deswegen würde ich das mit dem RNG so sehen, umso mehr RNG, umso besser auch für den schlechteren Bereich in World of Tanks, umso weniger RNG, umso besser ist es für den besseren Bereich in World of Tanks. Würde ich die These aufstellen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Nun sind die üblichen Plus oder Minus 25% nicht mehr zwingend. Eine andere neue Fertigkeit, Nahkampf, erhöht die Handhabung eures Fahrzeugs, falls sich ein Gegner im Umkreis von 50 Meter befindet. Besatzungen erhalten Fertigkeitspunkte durch Erfahrung aus Gefechten. Vehicle Handling. Ah ja, Vehicle Handling. Da war gerade eine WhatsApp. Huch. Diese können für beliebige Fertigkeiten ausgegeben werden. Je mehr Fertigkeitspunkte eingesetzt werden, desto stärker der Effekt. Man kann meist insgesamt 10 Punkte je Fertigkeit ausgeben. Man kann diese Zahl steigern, dazu aber später mehr. Also ich bin mal wirklich gespannt. Ich muss erstmal eine grundsätzliche generelle Erklärung jetzt hier bekommen. Wie bisher kann man Besatzungsbücher oder freie Erfahrung nutzen, um Besatzungen auszubilden und noch schneller mehr Fertigkeitspunkte zu verdienen. Nachdem ihr 30 Fertigkeitspunkte in einem Ausbildungskurs ausgegeben habt, könnt ihr 1 von 2 Talenten erlernen. Dies sind situationsbedingte Fertigkeiten mit erhöhter Effizienz. Ihr müsst keine Fertigkeitspunkte ausgeben, um sie zu erlernen. Sie wirken direkt mit vollem Effekt. Zum Beispiel, angewandte Medizin verbessert vorübergehend die Handhabung eures Fahrzeugs um 10%, nachdem ein Erste-Hilfe-Kasten eingesetzt wurde. Die Abklingzeit des Erste-Hilfe-Kastens erhöht sich jedoch um fast ein Drittel. Das Talent angewandte Mechanik beschleunigt vorübergehend die Nachladegeschwindigkeit um 7,5%, nachdem eine Ersatzteilkiste eingesetzt wurde. Erhöht die Abklingzeit jedoch um 30%. Spannend. Das heißt also, es gibt, will ich noch nichts groß zu sagen, habe ich selbst noch nicht getestet, aber jetzt erstmal so von der Erklärung her, hört sich nach einem interessanten taktischen Tool an.
wo man kurzzeitig so eine 1 gegen 1 Situation mal relativ schnell gewinnen könnte, indem man sein Reparaturkit gut einsetzt. Also es ist weiterer Punkt, wo man sagt, okay, man kann mit seinem Skill, mit den verschiedenen, ja, mit den verschiedenen Equipments weiterarbeiten. So, okay, wir gucken mal weiter. Insgesamt möchten wir eigentlich alle bei der Crew eine Vereinfachung haben. Ob das dadurch vereinfacht wird oder nicht, lassen wir erstmal da stehen. Wir gucken uns das Video erstmal weiter an. In vielerlei Hinsicht definieren Talente euren Fortschritt im Ausbildungskurs. Ihr könnt nicht alles ausbilden. Wählt Fertigkeiten und Talente sorgfältig. Berücksichtigt dabei die Eigenarten im Gameplay. Okay, jetzt da nochmal eine Erklärung zu. Ihr könnt praktisch pro Tactical Training, Gunnery Training, Tactical und Technical Training, also technisch und Fahrradtraining, also ihr könnt praktisch pro von dieser Reihe 30 Punkte ausgeben. Und um den Skill auf Level 10 zu kriegen, ist es so, dass man 10 Punkte spenden muss. Und pro Level bekommt man einen Punkt hier gut geschrieben. Wenn man 30 Punkte erreicht hat, bekommt man rechts diese komplette Verbesserung, so möchte ich es mal nennen. Fahrzeuge. Insgesamt könnt ihr 75 Fertigkeitspunkte ausgeben und 2 Talente erlernen. Punkte können für jede beliebige Fertigkeit eingesetzt werden. Ihr könnt auch ein paar Punkte auf jede Fertigkeit verteilen. Das wäre aber nicht sinnvoll. Erstens würden diese Fertigkeiten keine wesentlichen Boni bringen. Zweitens werdet ihr auf diese Weise keine Talente erlernen können. Ohne Talente wird eure Besatzung weitaus weniger effizient sein. Hier einige gute Neuigkeiten. Das heißt also, wir haben maximal Level von 75 jetzt. Maximal Level, was mich jetzt so interessieren würde, wie lange dauert es, bis man Level 75 wird und was mit den bestehenden Crews ist. Aber ich denke, das werden wir jetzt gleich noch erfahren. Generell ist es aber so, wir können theoretisch alle Skills nehmen und erlernen, aber macht wenig Sinn, sondern wir müssen wirklich überlegen, was macht Sinn. Heißt also, wenn es so kommt, gibt es von mir auf jeden Fall auch ein Guide-Video dazu, was macht Sinn. Das heißt, was macht auf einem Light-Tank Sinn, auf einem Medium-Tank, auf einem Heavy-Tank, auf einem TD und was macht auf einer AT Sinn. Ja, gibt natürlich auch AD-Spieler dort draußen. Dass man einfach sagt, okay, das und das macht am meisten Sinn. So trainiere ich jetzt erstmal meine Crew generell. Schauen wir weiter. Ihr könnt alle Fertigkeiten zurücksetzen und neu verteilen, ohne Besatzungserfahrung zu verlieren, wenn ihr Kreditpunkte oder Umschulungsbefehle einsetzt. Aha, coole Sache. Das heißt also, das mit Gold hört auf. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch mit Credits oder mit diesen Umschulungsbefehlen, die man aus Battle Pass oder sonstigen Sachen halt rausbekommt. Finde ich eine coole Sache, weil es ja doch oft sehr, sehr teuer war, wenn man mal schnell eine Besatzung zurücksetzen wollte und man nicht die Prozente praktisch, diese Verlieren der ja, aktuellen Prozente in Kauf nehmen wollte. Also das finde ich doch bis jetzt gelungen. Ihr könnt also Fertigkeitskombinationen ausprobieren, ohne Besatzungseffizienz opfern zu müssen. In der Garage wird das Können der Besatzung durch ein Fertigkeitsradar angezeigt. Dieses hilft, die Stärken einer Besatzung schnell darzustellen. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Nochmal zurück. Aha, okay, das ist so ein Dreieck, wo dann, kennt ihr bestimmt auch, da ist so ein Kreis in der Mitte und dann gibt es halt verschiedene Spitzen. Und da, wo es am meisten hin ausschlägt, da ist natürlich die Fertigkeit am höchsten. Das Können der Besatzung durch ein Fertigkeitsradar angezeigt. Dieses hilft, die Stärken einer Besatzung schnell darzustellen. Wenn eine Besatzung Stufe 75 erreicht, erhält sie keine Fertigkeitspunkte mehr. Okay, also 75 ist erstmal so das generelle Max-Level. Jetzt wird Berufserfahrung verfügbar. Damit können höhere Ränge erreicht werden. Jeder neue Rang erhöht die Fahrzeughandhabung der Besatzung. Der Bonus ist nicht erheblich, zeigt eher nur den Status an. Darüber hinaus erhaltet ihr ein Überlegenheitsabzeichen. Okay, was ist jetzt hier? So, hier ist 75. Ah, okay. Ja, das lassen Sie uns nochmal erklären. Ich möchte das einmal vernünftig mit euch zusammen verstehen. Wird Berufserfahrung verfügbar? Damit können höhere Ränge erreicht werden. Jeder neue Rang erhöht die Fahrzeughandhabung der Besatzung. Der Bonus ist nicht erheblich, zeigt eher nur den Status an. Darüber hinaus erhaltet ihr ein Überlegenheitsabzeichen für die Besatzung, das für alle Spieler im Gefecht sichtbar ist. Die Besatzung eines bestimmten Fahrzeugs ist von Anfang an vollständig für dieses Fahrzeug ausgebildet. Es gibt keine zu 50% oder 75% ausgebildete Besatzungen mehr. Außerdem ist diese Besatzung automatisch für alle Premium-Fahrzeuge derselben Art und Nation ausgebildet.
Bei Bedarf kann eine Besatzung für zwei weitere erforschbare oder Sammlerfahrzeuge derselben Art und Nation ausgebildet werden. Diese Option wird verfügbar, sobald die Besatzung eine gewisse Stufe erreicht. Plätze können auch vorzeitig mit Gold freigeschaltet werden. Okay, cooles Feature, finde ich interessant. Sie haben, ich meine, man muss ja ganz klar sagen, Wargame ist auch eine Firma, die möchte Geld verdienen. 1500 Gold finde ich insgesamt eine okay Sache. Da hat man eine komplette Crew praktisch. Oder man kann es natürlich sich aber auch erspielen. Das heißt also, der nicht warten möchte oder es sofort haben möchte, muss Gold in die Hand nehmen. Und der praktisch sagt, okay, ich spiele bis Level 15 hoch, der kriegt es kostenfrei. Dies erleichtert den Einsatz derselben Besatzung für mehrere Fahrzeuge. Wie bisher ist Umschulung der Besatzung auch im neuen System möglich. Eine Besatzung wird nicht auf Kosten der Hauptspezialisierung umgeschult, sondern auf Kosten der Besatzungserfahrung. Ihr könnt dies kostenlos machen, verliert dabei jedoch viele EP. Oder ihr könnt eure Besatzung mit Kreditpunkten umschulen. Geringer EP-Verlust oder mit Gold. Ohne EP-Verlust. Nach der Umschulung werden Fertigkeiten automatisch und kostenlos zurückgesetzt, außer wenn die Besatzung mit Gold umgeschult wird. In dem Fall könnt ihr alle Fertigkeiten zurücksetzen oder behalten. Im neuen System werden alle einzigartigen Besatzungsmitglieder zu besonderen Personen. Ausbildern. Jede Besatzung kann insgesamt 4 Ausbilder haben. Die Möglichkeit, einen Ausbilder hinzuzufügen, wird kosten. Hat jemand Bock auf einen Algo-Commander? Sagt ehrlich, wie es ist. Chillig, oder? Kann insgesamt 4 Ausbilder haben. Die Möglichkeit, einen Ausbilder hinzuzufügen, wird kostenlos freigeschaltet, sobald die Besatzungsstufen 15, 30, 45 und 60 erreicht werden. Es gibt 3 Ausbilderstufen. Ausbilderklasse 3, falls ein Besatzungsmitglied einen Nullvorteil hat. Ausbilderklasse 2 bei 2 Nullvorteilen. Ausbilder der Klasse 1 werden später hinzugefügt. Ihr könnt eine von 5 Zertifizierungen auswählen, entsprechend den Ausbildungskursen. Taktik, Richtschütze, Technik, Fahren und Betrieb. Als nächstes könnt ihr eine Ausbilderkompetenz wählen. Ich steige so langsam aus, jetzt wird's kompliziert, habe ich das Gefühl. Jetzt wird's irgendwie kompliziert. Also bis zur Hälfte des Videos war es okay, ja, steigen wir alle durch, aber jetzt wird's irgendwie vielleicht ein bisschen heute noch zu wenig getrunken, gegessen, aber ich finde es doch eher kompliziert. Hierdurch könnt ihr mehr als 10 Fertigkeitspunkte auf eine oder zwei Besatzungsfertigkeiten ausgeben, je nach Ausbilderklasse. Die Anzahl von Bonuspunkten sowie die Anzahl von Fertigkeiten sind abhängig von der Ausbilderklasse. Eine Ausnahme sind Ausbilder basierend auf kombinierten Besatzungen wie Sabaton, The Offspring, The Boys und einigen anderen. Diese Besatzungen erhalten 4 Ausbilder mit vorausgewählten optimalen Parametern. Noch etwas zu den Ausbildern. Je mehr ihr in die Besatzung investiert, desto mehr Erfahrung erhält die Besatzung. Sie kann bis zu doppelt so viel Erfahrung erhalten. Der Übergang zum neuen System wird nahtlos verlaufen und einfach sein. Nach Start des Spiels werden die Besatzungen von Premium-Fahrzeugen automatisch in die Kaserne geschickt, wenn sie nicht für ihre Fahrzeuge trainiert sind. Genau, jetzt kommt's also. War relativ kompliziert, will ich jetzt nichts groß zu sagen. Muss ich mir erstmal an den Sandbox-Servern angucken. So, und jetzt geht es ja darum, wie sind Crews aktuell praktisch in den neuen Bereich umgesetzt? Also, wenn 2.0 kommt, wie ist das? Sind. Dies gilt auch für unvollständige Besatzungen in Premium-Fahrzeugen. Alle anderen Besatzungen verbleiben in ihren Fahrzeugen. Der Spieler kann in diesen Fahrzeugen sogar ins Gefecht ziehen. Die Besatzungen erhalten jedoch keine Erfahrung im Gefecht und Fertigkeiten und Vorteile werden nicht funktionieren. Ausgenommen sechster Sinn, der standardmäßig für alle Besatzungen gilt. Die Spieler müssen ihre alten Besatzungen manuell auf das neue System umstellen. Die Erfahrung aller Besatzungsmitglieder wird zusammengerechnet und durch die Anzahl der Besatzungsmitglieder im Fahrzeug geteilt. Die resultierende Erfahrung wird der neuen Besatzung verliehen. Sie bestimmt die Anzahl Fertigkeitspunkte, die für die Besatzung verfügbar sind. Jedes einzigartige Besatzungsmitglied wird zu einem Ausbilder. Für einige von ihnen könnt ihr eine Nation und eine Spezialisierung auswählen. Okay, nochmal 5 Sekunden zurück, damit ich es euch erklären kann. Wir nehmen jetzt mal die Badget hier mit 5 Perks. Ihr könnt mit der Badget trotzdem weiterfahren, ohne was zu ändern, habt aber nicht diese ganzen Spezialfähigkeiten da. Oder ihr sagt, okay, ich nehme jetzt die Zeit, also wir können ganz klar trennen jetzt schon mal. Wer sagt, gar keinen Bock auf die neue Kacke, ich will einfach so weiterfahren wie jetzt, der kann das gerne tun. Es funktioniert auch alles, aber ihr habt halt keine Reparatur- und solche Fähigkeiten mehr. Das heißt also effektiv, man kann zwar sagen,
ja, ist mir scheißegal, ich spiele einfach, aber es wird kein gutes Spiel sein. Also man muss sich definitiv die Zeit nehmen und vor jeder Runde mit dem neuen Panzer das mal kurz ändern. Also was heißt kurz ändern, aber man muss sich damit befassen. So, weiter. Wir haben die Crew. Die Crew wird alles zusammen aufaddiert, wird durch die Anzahl der Crews, also die XP, die man bis dahin ja, verdient hat, wird zusammen addiert, durch 3 geteilt und am Ende kommt dann ein Wert raus, 6,3 Millionen. Dieser Wert wird dann praktisch der neuen Crew zugeordnet und dieser neuen Crew sehen wir hier ungefähr in der Tabelle, liegt circa hier, das ist hier davor, das ist Level 74. Ja? Wenn wir jetzt 8 Perks drauf hätten, dann wären wir jetzt hier schon bei diesem Plus-Premium-Rang auf hier irgendwas, ja? So in der Richtung. Was ist denn eigentlich euer höchster Crew-Skill? Würde mich mal nebenbei auch interessieren. Ich glaube, bei mir sind es 6 Perks oder 7, 6 oder 7. Jedes einzigartige Besatzungsmitglied wird zu einem Ausbilder. Für einige von ihnen könnt ihr eine Nation und eine Spezial... Okay, jetzt wird's auch klar. Jeder einzigartige, so ein Weihnachtsmann, die Feen, die Elfen, Chuck Norris, sowas. Ja, ich glaube, Mailand und die ganzen Leute, Duck Hilsor, ich glaube, die werden auch Zirkon, ich glaube, die werden auch alle zu sogenannten Instructoren, oder? Eine Spezialisierung auswählen, die einen Bonus auf Fertigkeiten gewähren. Da persönliche Ausbildungshandbücher im neuen System nicht verwendet werden, werden diese automatisch in universelle Ausbildungshandbücher umgewandelt. Besatzungsmitglieder, die in der Kaserne bleiben und weniger als eine Fertigkeit oder einen Vorteil haben, werden in Besatzungsbücher umgewandelt. Die Gesamterfahrung durch Besatzungsbücher hängt ab von der Gesamterfahrung aller umgewandelten Besatzungsmitglieder. Die Erfahrung wird für jede Nation separat berechnet und zugunsten des Spielers aufgerundet. Besatzungsmitglieder mit mehr als einer Fertigkeit oder einem Vorteil verbleiben in der Kaserne. Ihr könnt sie in Fahrzeuge einsetzen und sie in das neue Besatzungssystem übertragen. Kasernenbetten werden zu Umschulungsbefehlen. Ihr könnt sie verwenden, um Besatzungsfertigkeiten kostenlos und ohne Malus zurückzusetzen. Ihr erhaltet einen Umschulungsbefehl für jeweils 16 Betten. Betten werden im neuen System durch Schlafsäle ersetzt. Jeder Garagenstellplatz gewährt einen Schlafsaal für die Besatzung des Fahrzeugs. Ihr erhaltet auch automatisch 3 zusätzliche Schlafsäle. Bei Bedarf könnt ihr weitere Schlafsäle kaufen. Das neue System wird die Fertigkeiten vielseitiger machen. Ihr werdet eure Besatzungen, spezifischen Fahrzeugen und eurem Spielstil in diesen Fahrzeugen anpassen können. Im neuen System haben Besatzungen einen größeren Einfluss auf Gefechte. Fortschritt wird deutlicher. Eine neue Fertigkeit wird zu einem Ziel, statt nur zu einem weit entfernten Traum. Und die neue Benutzeroberfläche wird die Besatzungsverwaltung verbessern. Denkt aber daran, dass der kommende Test auf dem Sandbox-Server zeigen wird, welche Features ins Spiel aufgenommen werden und welche wir noch überarbeiten müssen. Die Entscheidung liegt bei euch. Nehmt am Test teil. Erhaltet Belohnungen für abgeschlossene Aufgaben. Also, bis jetzt spannende Sache. Ich möchte insgesamt sagen, es ist eine interessante Möglichkeit. Ich finde es auch erstmal gut, weil bis man die verschiedenen Perks hin und her gemacht hat, ist es doch eher schwierig. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher, ob das sich so viel vereinfachen wird dadurch. Generell ist es deutlich weniger Rechnerei. Durch hier brauchst du noch 10.000 EP, da das. Das ist etwas schöner, deutlicher gemacht. Es ist erstmal positiv, dass man nicht mehr 10 Leute oder 6 Leute, 4 Leute hat, sondern einfach nur noch eine Crew sozusagen. Das finde ich positiv. Negativ finde ich ehrlich gesagt, gut, man hat natürlich die Arbeit, erstmal das von alt auf neu zu trainieren. Und man muss sich halt erstmal neu reinfuchsen. Aber das ist immer so. Bei neuen Sachen muss man sich immer erstmal mit den neuen Sachen beschäftigen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gut ist. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Kakao.